der Staranwalt in einer bisher unbekannten Rolle. Viele wollten sich die Premiere nicht entgehen lassen. Spät hat Jacques Vergès seine Liebe zur Schauspielerei entdeckt, aber alles, was seinem Image schmeichelt, ist ihm lieb und teuer. Und so nützt der 83-jährige Jurist die Bühne eines Pariser Theaters für seine Selbstdarstellung. Es ist ein Ein-Personen-Stück. Vergès spielt Vergès. Die Verteidigung des Bösen gegen die Front der Moralisten in vollem Rampenlicht, das ist seine Passion. Diese Auftritte sind der Öffentlichkeit bekannter. Vergès während einer Prozesspause, auch hier im Zentrum der Aufmerksamkeit. Der Mann hat ein untrügliches Gespür für Tabubrüche und er liebt den Luxus. Sein Haus am Pariser Place Pigalle ist gefüllt mit erlesenen Aufmerksamkeiten seiner Mandanten. Vergès wird im heutigen Laos geboren als unehelicher Sohn einer einheimischen Lehrerin und eines französischen Arztes. Advokat des Teufels nennen ihn die Franzosen. Jeder Angeklagte, auch der größte Verbrecher, braucht einen Anwalt. Das ist sein Credo. Aus diesem Grund schlägt er sich auf die Seite des Bösen. Ich kämpfe für die Würde des Menschen. Ich akzeptiere nicht, dass ein Mensch, auch wenn er ein Krimineller ist, wie ein Tier behandelt wird. Es gibt in jedem Menschen einen Rest an Menschlichkeit, den ihm niemand nehmen kann. Heutzutage gibt es aber insbesondere im Westen einen Hang zum Lynchen. Macht sich ein Mensch einer schlechten Tat schuldig, wird man ihn extra anschwärzen und vergessen, was es auch bei ihm an Positivem gibt. Ich denke, ein Anwalt, der sich weigert, einen Angeklagten zu verteidigen, ist wie ein Arzt, der sich weigern würde, einen AIDS-Kranken zu behandeln, weil er gegen gewisse Sexualpraktiken ist. Khieu Sampan ist sein neuerster Klient, möglicherweise sein letzter. Der Kambodschaner war ehemals Staatschef und Chefideologe im berüchtigten Terrorregime der Roten Khmer. Khieu Sampan wollte gemeinsam mit Pol Pot eine Art Agrarkommunismus verwirklichen. Während ihrer vierjährigen Schreckensherrschaft wurden geschätzte 2 Millionen Menschen in Todeslagern umgebracht oder kamen bei der Zwangsarbeit auf den Reisfeldern ums Leben. 1976 stellte Pol Pot einen Vierjahresplan auf, der mit Gewalt alle Klassenunterschiede beseitigen und das Land in eine blühende kommunistische Zukunft führen sollte. Die landwirtschaftliche Produktivität Kambodschas sollte dadurch verdreifacht werden. Erreicht wurde das Gegenteil. Khieu Sampan muss sich jetzt vor einem internationalen Tribunal in Phnom Penh verantworten. Jacques Vergès nutzt jede Gelegenheit, um das Gericht zu provozieren. C'est un scandale unique. Je demande qu'on me communique le dossier. Ich fordere, dass man mir die Prozessakten aushändigt. Die Statuten des Gerichts sagen, dass es 3 offizielle Sprachen gibt. Khmer, Französisch und Englisch. Ich bin nun mal Franzose und kann nur Französisch. Englisch nur notdürftig. Die Prozessakten bestehen aus 60.000 Seiten auf Khmer. Davon sind lediglich 1.500 ins Französische übersetzt. Ich fordere, übersetzt auch den Rest für mich. Solange der nicht übersetzt ist, würde ich meinen Mandanten verraten, wenn ich sage, ich verteidige ihn, ohne die ganzen Prozessakten zu kennen. Uns stellt sich dieses Problem. Sehr häufig sind die Leute, die solche Taten begangen haben, keine Gangster. Sie haben nicht getötet, um zu stehlen oder zu vergewaltigen oder zu plündern. Meiner Ansicht nach sind die Roten Khmer den Menschen aus der Zeit der Religionskriege ähnlich, als sich Katholiken und Protestanten gegenseitig töteten. Das war im Namen Gottes, im Namen einer Überzeugung, eines Ideals. Und im Namen dieses Ideals haben sie Dinge begangen, die ich als Verbrechen bezeichne. Die Rolle eines Rechtsanwalts besteht darin, die Situation zu erhellen. Er darf nicht akzeptieren, dass Tatsachen vermischt werden, denn sonst versteht man gar nichts mehr. Keiner verteidigt die Despoten dieser Welt mit größerer Leidenschaft als Jacques Vergès.
Er schätze jeden seiner Mandanten, sagt er. Das Böse fasziniere ihn mehr als der Kampf für das vermeintlich Gute. Vergès hat in viele Abgründe des 20. Jahrhunderts geblickt. Er liebt die Herausforderung aussichtsloser Fälle. Den Terroristen Carlos konnte er nicht vor der Höchststrafe bewahren. Carlos war einer der Top-Terroristen, der neben unzähligen Anschlägen auf jüdische und französische Organisationen auch für den OPEC-Überfall 1975 in Wien verantwortlich war. Mindestens 83 Menschen soll er selbst getötet haben. Als eines seiner Meisterwerke betrachtet Vergès den Prozess gegen Klaus Barbie, den Gestapo-Chef von Lyon. Innerhalb kurzer Zeit brachte er die Nation gegen sich auf, denn Vergès machte die Franzosen selbst mitverantwortlich für die Zusammenarbeit mit den Nazis. Mit der Verteidigung Barbies verlor der Anwalt auch die letzten Sympathien der Linken, zu der er selbst gezählt hatte. Für die Opfer äußerte Vergès nur Verachtung, und das, obwohl er selbst im Widerstand gegen die Nazi-Besatzer gekämpft hatte. Klaus Barbie war für die Folterung und Ermordung von Mitgliedern der Résistance in Südfrankreich verantwortlich. Was man Barbie vorwirft, hat man in Algerien selbst getan. Und ich gehe sogar noch weiter. Barbie hat in Lyon weniger Menschen getötet als General Ossarès in Algier. Mit dem kleinen Unterschied, dass der damalige Oberst Ossarès danach General geworden ist und in die Ehrenlegion kam. Ich habe dem Gericht gesagt, man muss damit aufhören, farbenblind zu sein. Bevor man andere verurteilt, muss man vor der eigenen Türe kehren. Bewunderung empfand Vergès offenkundig auch für die Roten Khmer in Kambodscha. Vergès war in den 70er Jahren verschwunden. Man sagt, er habe mit Pol Pot gemeinsame Sache gemacht. Pol Pot hat mit unglaublicher Brutalität versucht, eine Utopie durchzusetzen. Auch zum Preis von Millionen Toten. Bien sûr. Auch ich empfinde Abscheu vor den Verbrechen der Roten Khmer. Aber ich hinterfrage die Motive der Menschen. Wissen Sie, ich vergleiche die Literatur und die Justiz. Dostojewski empfand Hass gegenüber den Nihilisten, aber alle seine Romanpersonen sind Nihilisten. Weil es Leute sind, die in ihm Fragen aufwerfen, die ihn herausfordern. Was mich betrifft, habe ich eines Tages gesagt, ich würde Hitler verteidigen, weil er mich herausfordert. Dieser Mensch macht mich stutzig. Einer, der fähig ist, die Hinrichtung von Millionen Menschen anzuordnen und gleichzeitig seinen Hund zu streicheln und seine Frau zu lieben und der seine Sekretärinnen mit Handkuss begrüßt. Das Erschreckende bei einem Kriminellen ist, dass auch er ein menschliches Wesen bleibt. Ich, der brillante Schurke, so bezeichnete sich Vergès selbst in einem Interview. Vielleicht eine treffende Beschreibung für einen Provokateur mit einem Faible für die Übeltäter dieser Welt. Dieser Tage bricht er erneut auf, nach Phnom Penh, um sich wieder der Verteidigung des Bösen zu widmen.